Hallo und willkommen zurück zu Telalia. Er sagt, wir können noch ein paar da aufnehmen. Ja klar, das habe ich dir gerade versprochen. Oh, lass mich nochmal die Uhrzeit prüfen. Sorry, ich muss gehen. Tschüss. Kein Nein, Blitzbold. heute. Ich bin ja gerade erst aufgestanden. Kann ich ja noch länger wach bleiben. Weißt du, was mich wundert? Ach doch, der ist sogar da. Aber ich habe die Zeit versprungen. Ja, gut. Hä? Was? Was? Willst du mir jetzt ein Item zum Holen oder brauchst du nichts mehr? Was schreibst du da in den Chat? Nichts. Nichts. Wenn du es nicht lesen kannst, Natürlich dann steht verdienst du es nichts. auch nicht zu erfahren, was da steht. Kennst du das nicht? Ich habe es einfach nur so abgeschrieben. Du musst mir jetzt nicht. Okay. Gib Bescheid, wenn du es Ich komplett verstehe lesen nicht, warum kannst. schreibst du sowas? Es ist nur so ein Spruch, angeblich von Albert Einstein, aber ich glaube es nicht. Auch so geschrieben? Ja, richtig. Das war seine Idee, glaube ich. Nein, was weiß ich, Mann. Bin auf der T-Shirt-Webseite, da stand es gerade. Gibt schon T-Shirts mit den Was Startern. zur Hölle, warum? Und das T-Shirt mit der glücklichen Wolke und Regenbogen ist Hä? auch gut. Und es Warte. steht drauf, Wa we all was gonna war fly. das? Da. Ah! Was? Wo bist du? Da ist eine Was soll Insel mit das? einem Schild! Was? Wo? Als ob. Wieso bist du überhaupt hier hochgeflogen? Mit was? Ja, vom Seil halt. Da war die Map irgendwie komisch aufgedeckt bei mir. Da waren lauter so schwarze Kästen. Weiß nicht ganz warum. Hä? Clou 2? Und wo ist Clou Nummer 1? Rob mal hier nach unten, senkrecht. Okay. Hier. Okay. Gut. Der hat's Wann einfach hast du das zufällig. da platziert? Er findet's einfach zufällig. Versuch nicht nach einem dritten zu suchen. Es gibt nur zwei. Okay, Versprochen. wenn du meinst, irgendwann finde ich das auch noch. Du machst einfach selber eins. Wo genau fährst du jetzt eigentlich hin? Ja, wo wollen wir? Oh, warte, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Ach so, du willst nur zur Arena. Da bin ich schon. Blamarsch. Das war jetzt witzig. Unsichtbarer Typ. Okay. Gönn Wir dir einen fuhren Schluck jetzt aber Trinken. nicht around. Ach komm, Was mach mal. meinst du damit? Oder Willst du das instant auf Master machen? Das mit übernehme ich nicht. Unsterblichkeit. Ach so, ja dann. Na los. Ich weiß nicht, ob die Warmth Potion dann nötig ist. Klar. Gebt mir Das eure bitter Ding. Kleidung! Ja, die droppen, also die spawnen doch dann gar nicht mehr, gell? Am Ende waren nur noch die Bosse da. Ja. Schon gemein. Ah, mein Everscream! Sag mal, können wir statt God-Mode One-Hit-Mode machen? Was? Ja, alles One-Hit-Killen, wäre doch flitziger. Wenn du eine Waffe hast, die gut genug ist. Hab ich nicht. Devil May Cry hat sowas. Oh mein Gott, ich hab das Relikt bekommen. Und das Shrubstar. Einfach Ich instant. habe auch den Schwarz da. Oh, echt? Du, das Relikt gibt es immer. Ne, 50 bis 100%, je nach Welle. Also Oh. nicht ganz immer. Okay. Und das Ja, andere bei Item ist normalen maximal Bossen gibt es 25. immer.
Ja, stimmt. Also. Naja, wir brauchen trotzdem noch die eigentlich seltenen Items, aber selbst die haben jetzt eine angenehme Drop-Chance von 6,67% für die Flügel. Bei dem Gegner ist das also gut. Gut genug. Santa NK1 hat jetzt einen Toy-Tank und einen Relikt natürlich. Ja, der hat gar keine anderen. Der hat gar kein seltenes Item, das uns fehlt. Bei der Ice Queen sind es die Reindeer Bells und das Baby Grinch. Greifst du da unten jemanden mit dem Terrorblade an? Ja. Ist keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Waffe schneller ist. Ahnung, aber irgendwie. Meine Sterne sind dann auch nur mal so stark, wie sie mal waren. Die sind schon zäh jetzt, ne? Ich hab schon gefragt, ja, warum du so lange kämpfst, aber. Ich bin aber überlegen, ob ich eine neue Waffe mir zulegen sollte, statt den Onyx Blast. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, welche Waffen wirklich gut sind. Es gibt ja keinen richtigen DPS-Chart. Hat immer nur echt nicht allgemein Damage. Ja, im Wiki nicht, aber irgendjemand hat es doch sicher. Ja, klar, ja, natürlich. Weapon DPS-Chart. Es gibt eins im Wiki sogar, ist aber auf der Projekte-Seite, weil es definitiv noch nicht fertig ist. Ja. Terrorblade hat hier jedenfalls am meisten, soweit ich das. Warte mal. Nein, Meomea ist besser. Hallo, ja, wofür sortiere ich denn nach Total, wenn dann. Wenn. Oder hat jemand einen Fehler gemacht? 1-0 wird vor 1-1 priorisiert. Das ist aber blöd. Ah ja, egal. Terrorblade ist, glaube ich, das Beste, was wir. Starruff ist doch auch erst. Monat, Alter. Ja. Starlight kenne ich gar nicht, aber das ist noch besser. Fuck, wie hieß die nochmal? Halo. Ja, also sieht so aus, bei Schwertern ist das Terrorblade tatsächlich das höchste. Getestet beim Target Dump. Okay. Oh, mehr gibt's hier gar nicht. Magiewaffen sind nur eine Handvoll. Hm, ja. Ich hab kein gescheites Terrorblade. Ah, oh, was habe ich? Everskin Relikte. Santa NK Relikt. Cool, danke dafür. So, ich denke, was wir jetzt brauchen ist. Wahre Power des Friedens. Flammen! Gerade Gele geholt. Ah ja. Das Teil hat echt keine Reichweite. Aber gegen die Kleinen ist das ganz nett. Überlass das mir. Ich stehe einfach nur hier rum. Und strecke mein Feuer in den Himmel. Aha. Oh, Moment. Geh nicht aus. Hä? Achso, ich hab gedreht. Frozen Crown. Okay. Ich hab zumindest einen Hut. Das ist die 25% Chance, also bis zu. Boah, hast du schon mal so einen langen Feuerstrahl gesehen? Bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Ja. Ich dachte, hier unten war gerade noch ein Baum.
Kenne ich nicht. Nie gesehen. Du kennst keine Bäume? Ja, keine Ahnung. Gibt's die in der Stadt nicht? Ich weiß es, die Zell. Du hast recht, die gibt's nicht. Deswegen hat hier auch noch nie jemand an Heuschnupfen gelitten. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Wirklich nicht. Glaubst du, der Flammenwerfer ist Ich glaube nicht, dass GLP im Wald wohnt. Natürlich tut er das. Ich glaube nicht, dass Olli dieser, in Hamburg wohnt. Dieser Ort. Ich weiß, dass Maudato zu seinen Freunden in die Nähe gezogen ist und seitdem viel glücklicher ist. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viel Miete er zahlt oder ob er Miete zahlt. Ich dachte, da wo er wohnt, ist er kostenlos. Deswegen braucht er nicht so oft Videos hochzuladen, weil er gar kein Geld nötig hat. Das habe ich jedenfalls gedacht, das war mein Headcanon. Ich kann. Dein Headcanon! Denkst dir eigene Storys aus. Ja, nennt man so. Headcanon hat auch eine Pausen. Die nennt man es bekommen. Ah. Ja, irgendwie wird das nichts. Was wird nichts? Will ich mir ein Terrorblade holen, aber ich müsste es ja dann erst einmal noch beim Typen. Ich habe gar kein Terrorblade. Scan mir mal eins mit F. Oh, das ging schnell, danke. Warum sollte das auch langsam sein? Es ist halt so schwach. Ich habe meine Morningstar 300 Damage, das Terrorblade 140. Halt auch Legendary und ich habe halt auch einen Buff. Scheinbar ach was weiß ich, Summon Damage. Ah, warte mal. Summon Damage? Das ergibt doch keinen Sinn, ich schlag doch damit. Sie hat Summon Damage. Aber es ist trotzdem der Schlag gemeint. Ja, ich sehe doch hier die 300 oder 400er Crit. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Ja, ich summon mit dem Ding ja nichts, also es ist nicht... Es hat Summon Damage. Ja, verstehe ich. Hinten ist ein Baum. Ja, da finde ich auch gut, dass mal wieder ein Baum da ist. Ja, der ist gerade Prio 1, aber die Queen hat trotzdem noch zwei Items, die wir brauchen. Außer du hast schon eins. Was genau denn? Ich habe... Na... Die Bälle? Die Rudolf-Bälle und dann noch so eine kleine Pfeife, wo Grinch draufsteht. Das ist auch von der. Nice. Ja. Beides selten. Das tue ich nicht alles, nur für dich. Damit du hier glücklich wirst. Ich würde gerne mehr Schaden machen, aber ich weiß nicht wie. Ich kann dir meine Waffe geben, Morningstar. Erreichst du damit überhaupt alle Gegner? Die hat eine ziemliche Reichweite. Aber nein, fliegende Schüsse hat sie wohl nicht. Haben wir im God-Mode unendlich Mana? Nicht, oder? Das ist irgendwie schade. Wir haben das Potenzial Nein, nicht aus. Nur so unsterblich, Mann. Ja, ist doch doof. Ich wette, es gibt Schusswaffen, die stärker sind. Anscheinend habe ich die noch gar nicht. Als ob du die noch nicht gescannt hast. Na gut. Naja, wenn das die neue ist, die wir bekommen haben, die sind ja unten, die Vips. Aber bin ja nur nicht unten. Ja gut, stimmt wohl. Vips gibt's ja erst seit letztem Update. Oder so ähnlich. Ist aber echt eine geniale Idee gewesen. Wo soll ist eigentlich mein Tiger? Bin ich blind? Ich da weiß nicht, wo der ist. Hier. Ich meine, er steht in meiner Leiste. Achso, da ist er. Aber ja, er springt hier rum. Ist halt auch sehr weiß. War halt irgendwie sehr passiv. Ich kann mal ein paar Raps spawnen, wenn er hilft. Wenn du ein Terrorblade benutzt, kannst du dann wenigstens ein Flask essen? Feuer oder Ichor? Für extra Damage. Nicht der Ichor machst? Ja, mit dem Bogen. Nur mit dem. Ich habe auch nur noch 300 Pfeile.
Aber ja, ich kann auch nicht. Welches soll ich nehmen? Welches ist das Beste? Ja, eigentlich ist Ichor das Stärkste. Ich nehme Cursed. Cursed? Ach ja, warte. Cursed ist Cursed Flames Effekt. Ichor ist nur Defense Reduktion. Macht aber trotzdem Sinn. Man kann ja nur einen aktiv haben, denke ich. Ja. Schade, ich hätte sonst Feuer noch genommen. Na gut, also mein Morningstar macht jetzt Ichor und du cursed sie auch noch. Brav. Bisschen extra Damage. Werden alle verflucht und angepisst. Wir könnten jetzt noch Ballista hinstellen, wenn du auch noch einen hast. Bisschen extra DPS. Hast du ein Pet gerufen? Also Summon-Ding? Ich hab Raben. Ah, ja, da sind sie, stimmt. Wo du das sagst, sehe ich sie erst. Ja, dann ist doch alles gut. Alles bestens. Welches Q-Projekt stellst du dir als nächstes vor? Mach mir einen Podcast daraus. Ich hab dir ja mal eine Auswahl geschrieben von drei Spielen und du hast noch nicht geantwortet. Hier. Ist das besser? Wo, was? Oh, cool. Den hast du. Ja, sehr viel besser. Festive Wings! Festive Wings! Na also. Klonen sie die gleich. Oh. Bin ich voll. Aber Wayne, die Bells hast du noch nicht, oder? Nicht, dass ich mitbekommen hätte. Ich habe Reindeer Endless. Also nein. Sorry. Können theoretisch also noch eine Weile hier auf K rumstehen. Eine 17 erst. Theoretisch haben wir ja. Was sind die überhaupt? Hier ist komplett blind. Es gibt übrigens DPS-Videos und Charts. Ist nicht so, als hätte sich nie jemand die Mühe gemacht. Ja, okay, dann hau mal raus. Ja, sorry, aber dafür müsste ich jetzt meine Maus bewegen. Schusswaffe würde ich bevorzugen, weil da könnte ich so einfach. Toll. Also, einer hat auf jeden Fall Hard Mode Auto Swinging Melee Weapons gemacht. Endgame Ranged Weapons DPS Comparison. Ah, von 2015. Den kann man vergessen. Also ein Endgame Weapons DPS Comparison. Wieso steht da in Klammern Kalamati? Hat der auch Modwaffen gemacht? Anscheinend. Von 2015 gibt es ein 1.3 Best Endgame Ranged Weapons Video. Das Ding ist halt Endgame, like, sind wir da schon. Und es ist etwas alt, ja. Aber andererseits bedeutet das, dass 2015 diese Waffen, die wir. Bin ich eigentlich blöd? Wir haben kein DPS, wenn du nicht angreifst. Oder zumindest. Ja, du, ich suche nach einer Waffe. Oh, nice. Ja, genau deswegen habe ich mein Autoklicker. Festive Wings Research. Snowman Cannon. Was für Ammo schießen die? Homing Missiles. Bitte? Okay. Okay, Missile. Du, ich kenne mich damit nicht aus. Rocket? Wahrscheinlich. 3-5. Was auch immer du tust, wenn es stark ist, gib's mir auch. Das werden wir gleich sehen. Ah. Es kann schon sein, das Zeug, wo die Munition scheiße schwer herzustellen ist. Oh, was zur Hölle?
Wie ist das passiert? Ich wusste nicht, dass das den Boden zersprengen kann. Das, oh, du hast was benutzt, was... Nicht erwartet. Hast du Rocket 3 oder 4 benutzt? Ich glaube nur Rocket 1 und 2 ist nicht Terra zerstören. Steht aber dabei. Bilde ich mir aber auch nur ein, vielleicht erfinde will ich gerade... Will destroy tiles, will not destroy tiles. Ja genau, okay. Steht okay. Gut zu wissen. Hast du die Blöcke einsammeln können? Neben mir liegen welche. Ja, Blöcke habe ich 4-mal Schnee und 2-mal Eisplattform. Und 4-mal... Ja, ist doch wurscht jetzt. Nein, nein, schon, oh, wieder dabei, schon wieder zusammenbauen. Ich hab das Fahrzeug vom Santa. Das ist doch schon mal gut. Ja, Moment, ich bewege mich ja gleich. Okay, bin gleich da. Da unten ist ein Krampus, der kommt auch nicht oft genug. Okay, wo bist du denn? Das ist alles irgendwie dieselbe Richtung, die ich habe. Aus, geht genau auf. Okay, Plattform hast du aber keine, oder? Ja, habe ich nicht, also das muss alles sein. Ja, schau mal! Ich bin ein Panzer! Der schießt sogar mit! Tut das weh? Ich denke, es tut ihnen weh, ja. Ich sehe Zahlen. Kommt mir jetzt nicht OP vor oder so. Ey, lauf doch nicht weg! Warte mal, sind die sogar zielsuchend? Oh mein Gott, das ist sogar okay. Ich habe den Toy Tank. Ah. Die Santa Trofeo. Leider sonst nichts Besonderes. So, warte, du machst mehr Damage, also wenn ich nicht. Ich war irgendwas um die 600 gerade. Ich hätte mal die Schwomid-Rüstung. Oh, warte, das wollte ich aber vielleicht. Schwomid. Welcher Kopf davon ist für Rockets, der da? Das muss ich jetzt selber lesen. Stimmt, wenn ich komplett stealth bin. Also 1700 war das Maximale an DPS, was mir an der Seite angezeigt wurde. Okay, ich müsste jetzt den Mega-Tiger haben. Noch besser kann ich meinen Tiger nicht machen. Und mehr Unterstützung kriegst du nicht von mir. Ja, auf jeden Fall machst du Lärm. So viel kann ich sagen. ja, das tut lieber für den Weg hier. Zielsuchend sind die auch von alleine. Das liegt, glaube ich, an der Cannon selber. Da steht's Launches Homing Missiles. Ja, nett. Ja, irgendwie ist das schon nett. Was für eine Waffe benutzt du jetzt eigentlich? Snowman Cannon. Den Panzer bist du auch. Was? Ich habe gerade auch einen Snowman Cannon gedroppt bekommen, scheinbar. Standest du gerade nicht in einem Panzer drin? Sieht aber so aus für mich, als wärst du in einem Panzer. Oder bin das ich? Ach so, ich bin noch drin. Ich habe den aber aus. Ah, ich habe den ausgezogen, aber ich bin noch drin. Ja, also der Panzer schießt auch mit. Also freu dich über meine Hilfe. Mein Tiger ist jetzt auf maximaler Stufe. Oh, holy shit. Was ist das denn für ein Lärm jetzt? Bullets. Ja, aber mit was schießt? Und eigentlich sogar auch auf das Pferd. Mit der Chain Gun. Die auch von dem Event hier kommt. Ich bekämpfe sie mit ihren eigenen Waffen, weißt du? Das ist meine Strategie. Ja. Klingt sinnvoll. Ist wie ein Monster Hunter. Oder eher mit den, ja, inklusive Rüstung. Lol. Ein Monster, da macht es aber normalerweise keinen Sinn.
Benutzt kein Rathian-Schwert gegen einen Rathian. Giftschwert gegen ein giftimmunes Wesen. Drop endlich dein Pet! Mensch. Ich wünschte wirklich, es wäre weniger laut. Aber ich könnte natürlich auch ins Menü gehen. Ist jetzt zu laut? Mein Inventar ist voll. Ich habe nichts im Inventar, was wir noch brauchen. Also liegt es jetzt an dir. Sammle es ein. Das gute Zeug. Ich bin dafür, dass du hier beschleunigst. Oder den Pfad pausierst, bis du es hast. Falls du keinen Arbeitsaufwand haben willst. Wieso denn? Ja, dann wird der Pfad halt einfach länger. Gute Idee. Dadurch sehen mehr Leute den Content. Weil sie sich denken, boah, so ein langes Terraria-Video. Das muss ja spannend sein. Ja, das ist nicht. Ja, krass, was ist denn das hingekriegt? Sterbt. Du siehst, dass sie leuchten, also treffe ich mit meinem Icho und das, obwohl ich nichts mache. Macht mein Tiger auch Icho drauf? Wenn der die berührt? Das ist hier die Frage. Wo zur Hölle ist der schon wieder? Achso, warte mal, der bewegt sich einfach viel zu schnell, der Tiger. Krankes Viech. Das ist einfach ein rasender Ball in der Luft. Zum Glück kann er das, sonst wäre echt unnütz. Drei hintereinander. Und nix Sinnvolles kam da raus. Relik und Trophy habe ich eingesammelt. Ich krieg das Zeug, das sich stackt. Ich habe schon 8 Stück davon. Ja. Ja, finde ich gut. Nee, eigentlich nicht, aber ja. So ist das live. Na, 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 na. Besiegen wir so den Moonlord? Was? Einfach nur stillstehen. Zugucken. Wenn du mit Unsterblichkeit machen willst. Ja. Dann wird er wenigstens First Try. Ach, ich glaube, der wird auch so First Try. Johnny Mode? Klar, wir könnten ihn nackt machen und wir wären. Wahrscheinlich würden wir es schaffen. Rüstung durch Accessoires. Tränke, die man haben kann. So viel macht die Rüstung selbst doch nicht aus. Ich würde schon sagen, dass sie am meisten ausmacht. Aber ja, okay. Aber Johnny Mode, Moonlord macht vielleicht halb so viel Damage. Oder ja. Naja, gut, wahrscheinlich wäre das riskant. Man kann dem jetzt so schlecht ausweichen, weil ein Dach über dem Kopf einfach nichts mehr nützt. Ist da was reingegangen? Deine Pouch oder was? Ja, wir müssen den doch auch nicht ausweichen. Wir machen einfach, wir holen uns einfach, das ist eine Story von, boah, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Warum vergesse ich den Namen? Die neue, die ich noch nicht kenne? Ja. Für die wir noch ein Achievement kriegen? Ja. Okay, die Feenkönigin. Weiß nicht, wie sie heißt. Die hat ein Item, mit dem wir automatisch ausweichen. Krass. Nein! Die hat ein Item, mit dem wir dann endlich fliegen können, oder nicht? Ich glaube schon, dass es noch endlich war. Das haben sie nicht eingebaut. Was der Scheiß. Ich dachte schon. Wenn du das sagst, na gut. Was der Scheiß. Na, vielleicht können die mir auch ihren holen. Jo, wie genau weichen wir damit aus, bitte? Was? Wie genau weichen wir damit aus? Wir sollen doch damit nicht ausweichen. Was genau war dann dein Plan? Ich wollte dem Laserstrahl ausweichen, der doch Blöcke gibt. Ja, indem du unendlich fliegst, kannst du von dir wegfliegen. Ah ja, und das konnte ich mit der Schiene noch nicht. Ich meine, mit der Schiene fliegst du nicht. Ja, aber was ist der Unterschied? Außer, dass ich halt beim Fliegen Zickzack mache automatisch. Oder war das? Ich glaube, der Mount war das, oder? Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Sternenmount. Mount mit unendlich Fliegen gibt's glaube ich schon, oder? Das UFO ist doch schon unendlich. Aber ich glaube, es gibt welche, die auch ein bisschen schneller sind.
Ja, schon interessant. Was glaubst du, wie viel DPS mein Panzer macht? Ich frag's mich schon. Weiß ich nicht. Steht es nicht in deiner DPS-Dingens mit drinne? Ich öffne nichts, weil ich dafür raus müsste aus Terraria und ich möchte lieber automatisch angreifen. Ich verstehe nicht, warum du was öffnen musst, aber okay. Verstehe ich auch nicht. Ich habe nur Google Terraria Web DPS Chart vor mir und noch kein Ergebnis angeklickt. Du, guck einfach mal nach rechts unter der Map. Rechts unter der Map, was soll das sein? Ja. Damage per Second. Es steht zwar Damage per Second, aber da ist ja dann alles dabei. Mein Tiger und mein... Ja, alles von dir, ja. Ja, gerade war ich bei über 2000. Jetzt sind es nur noch 1000. Über 2000. Ja, aber nur ganz kurz. 1500. So hoch kann 1600. Ich aber nicht kommen. Wie kannst du das? 2300? 2700? Woran liegt das, wenn die direkt über mir fliegen? 1600. Wo hast du deine ganze DPS her? 1700. Ja, weißt du, was an der VIP so gut ist? Die trifft, glaube ich, mehr als einmal. Oder zumindest mehr als einen Gegner. Das kannst du, denke ich, nicht. Ja gut, die Kugeln könnten sich ja aufteilen. Ach, was weiß ich. Ich lese dir nur vor, was da steht. Was ist die höchste Zahl, die du bei dir gesehen hast? Nicht mal über 2000. Nicht mal 2000. Oh mein Gott, gerade war über 3000. Wie realistisch ist dieser Wert? Ist dann in der einen Sekunde ist einfach alles gleichzeitig passiert wahrscheinlich, was ich raushau. Hat es am besten, hat es wahrscheinlich noch die höchsten Crits, die möglich sind. Ja, meine VIP und der Tiger haben einfach beide gekrittet. Ja, mit ganz hohen Werten, weil es ist ja im random. In dem Spiel ist ja ein Crit nicht ein fester Wert, da gibt es ja eine Range. Ja, ich sehe, also ist, wenn ich mir nur die Zahlen angucke, dann sehe ich ab und zu mal was so mit 500. Aber nicht oft. Ja, jetzt habe ich DPS wieder über 2000, seit der Typ direkt vor meiner Nase steht. 3400 war Peak. Aber jetzt ist es... Wow, okay, jetzt ist er tot. Aber als der gerade in mir war, das war die ganze Zeit stabil über 3000, mehrere Sekunden lang. Also so falsch kann es ja dann gar nicht sein. Also bin ich scheinbar der, der den meisten Damage macht. Du brauchst Morningstar. Und der muss Legendary sein. Oh mein Gott, das ist auch noch wichtig. Eine Summoning-Waffe, die einfach... Die einfach... Ein Summoner, der im Hintergrund stehen soll, stärker macht als manch andere. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht wäre ich auf deinem Niveau, wenn meine Waffe Unreal wäre. Kann natürlich sein. Und wenn du dann noch... Ich meine, die Sache ist ja mit der Damage-Erhöhung, like, das Ding ist ja eine Schnellschusswaffe. Also, like, selbst ein paar Damage mehr, das multipliziert sich ja mit jeder Kugel. Du hast auch gar keine Accessoires, die Range-Damage erhöhen, oder? Nicht so wirklich. Ja, siehst du, du könntest das noch sehr stark optimieren. Ja, die Moonshell, die generell der Match erhöht. Ja. Aber ich habe die Berserker Glove. Zum Beispiel. Und meine Rüstung. Ich habe natürlich meine Rüstung. Und ich habe den Stealth Mode. Also die Waffe selber macht aktuell 61. Ja, und meine macht über 300. Aber ich bin halt auch wesentlich langsamer. Deine schießt, glaube ich, auch nicht so frequent. Nein, du hörst sie ja. Also ansonsten sehen wir dann auch 15 Range Damage von den Bullets dazu. Mhm. Kontrollier mal deine Items. Ist es noch nicht gedroppt? Was? Ist es noch nicht gedroppt, Freund? Ja, schau doch in dein Inventar. Mein Inventar war schon die ganze Zeit voll. Ich sammle nur Trophäen ein, die sich decken. Also, ich öffne es nochmal und kann dir sagen. Ist deine Pouch auch voll? Welche Pouch? Das landet nur in der Pouch, wenn man auch eine dabei hat, richtig? Ich habe keine dabei. Okay. Weil ich das nicht mag, muss ich sie immer aussortieren. Ich hätte eine Piggy Bank, aber die fühlt sich nicht allein. Das stimmt wohl. Also insofern, ich sammle nichts mehr ein, außer Present und Fan und Relikte. Geschenke. Und alles andere darfst du kontrollieren. Hm. Schon wieder eine Trophäe und ein Relikt bekommen. Nett. Oh, mein Tiger ist schwächer geworden.
Plank und das Ding sind ausgegangen. Steht das hier? Nein, der Kill Count ist not available für die. Wahrscheinlich nur, weil sie keinen Banner haben. Also das ist schade, weil wissen wir das trotzdem gerne. 4600 stand da, glaube ich, gerade. Es war aber wahrscheinlich eher nur eine Zehntelsekunde. Das kann er als. Was für Schwan. Der Mod war witzig, der uns gezeigt hat, wir haben Boss, die den meisten Damage gemacht hat. Das bringt so ein bisschen PvP in den PvE Spaß. Nein, ich mag kein PvP. So wie bei It Takes Two. Ja. Die Macher von It Takes Two haben Fall davor ein anderes Spiel gemacht. Es nennt sich wohl No Way Out. Aber nie davon gehört. Aber jetzt habe ich es gesehen. Aha. Ja, ist auch ganz okay. Nur der Streamer, den ich geguckt habe, die haben sich fürs falsche Ending entschieden, meiner Meinung nach. Okay. It Takes Two ist ja so gemacht, dass es nur eins gibt. Endlich mal eins. Jetzt brauchen wir nur das andere. Welches hast du bekommen? Das Grinch-Teil. Ah, Mist. Das Unwichtige. Hä? Unwichtig ist das nicht. Ich finde, Rentierbälle sind wichtiger. Okay, wer du meinst. Ja. Damit kann man fliegen. Er will schon so ein Grinch-Pad haben. Was ist das überhaupt? Haben die beide dieselbe Chance? Dafür müsste ich jetzt kurz aufhören zu schlagen. Also, die Ice Queen sagt: Baby Grinch 6,67%, Reindeer Bells 3,33%. Ah, ja. Ist das, ja. Ist das nicht sogar genau die Hälfte? Ja. Ja, irgendwo schon. Ah, okay. Also nochmal genauso viel, wie wir schon gekillt haben. Worst case, ja. Die Chance wird halt nicht besser. Bei dem Baby Grinch sind wir halt jetzt auf Maximum. Reindeer Bells bleibt halt so. Aber Neustarten hat halt keinen Sinn. Weil die erst ab Welle 15 überhaupt kommt. Warte mal. Gibt es nicht eine Story, was Sterne regnen lässt, wenn ich Gegner hitte? Oder gibt es nur eins, was Sterne regnen lässt, wenn ich gehittet werde? Letzteres auf jeden Fall, und es können auch Bienen sein. Star. Aber Regen, wenn du triffst, weiß ich nichts von. Ah, nice, nochmal Baby Grinch. Sehr gut, das nächste Mal muss es ja dann kommen. Das Richtige. Das ist nicht beim Schießen. Da waren das einfach nur die. Waren das nur die Dinge? Nein, ja. Bäume, Weihnachtsbäume. Brauchen wir von denen noch was? Ich glaube nicht. Ich wollte mit dem Schwert rumschlagen.
denke, die Reindeerwelt sind das letzte Item, das uns fehlt, aber ich schaue jetzt nicht nach. Tu mir einfach einen Gefallen. Das stimmt nicht, uns fehlt die Elfkleider. Oh mein Gott, ja, aber dafür müssen wir neu starten. Ja. Immer wieder neu starten. Oh. Ja, meine Bullets verballert. Du hast Bullets. Ja. Ja, logisch, das ergibt Sinn. Deswegen bleibe ich bei der Peitsche, was ich nämlich nichts tue. Kann das bis morgen früh anlassen. Aber kein Echo-Effekt mehr, oder? Oh shit. Ja, gib mir einen Moment. Wo ist mein Echo denn? Ich habe jetzt mich dazu entschieden zu zählen. Noch ein bisschen mehr Damage zu machen. Muss ich halt jetzt zählen. Aber ich sehe schon, die Waffe selber hat ein bisschen Spread. Ja. Und hast du jetzt einen höheren Damage per Second? Ach so. Ich bin konstant über 2000. Ja, ein bisschen höher. Bis 1800 kommt es jetzt auf jeden Fall schon. Weiß. 1900. Die sterben wie die Fliegen. Die Biatches. Alles klar. Darf man das nicht sagen auf YouTube? Hört doch eh keiner. Hier fliegt er jetzt Venom. In 10 Jahren mache ich so für einen. Dann bin ich in einem Job-Interview und dann spielt das jemand vor. Reckt mich dann. So, so. Hört keiner, sagen sie. Tja, aber jetzt kriegen sie den Job nicht. Ja, wenn du bei deinem Job nicht bleiben willst. Ich würde sofort gehen, wenn mir jemand das doppelte Geld für weniger Arbeit anbietet. Ja, das ist sogar. Das war jetzt nicht einmal allzu sehr gelogen. Ich weiß nicht, ob mehr Geld, weniger Arbeit wirklich zusammenpasst, aber. Ich dachte immer, alle Topverdiener machen gar nichts mehr, weil sie nur managen. Glaubst du, ein Jeff Bezos arbeitet noch? Macht doch selber nichts. Nein. Fliegt mit seinem Penis-Raumschiff durch die Welt. Bitte was? Ja, so sieht's halt aus. Tut mir leid. Das ist nicht von mir erfunden worden. Ich hab Zeitungsartikel darüber. Naja. Hey, ich mach meinen Job ja ganz nicht gern. Ich kenne Jeff nicht so. 40 Jahre lang. Ich kann mir vorstellen, dass der Elon Musk vielleicht noch was macht, weil der ist ja selber Ingenieur eigentlich. Also Elon Musk hat Putin eigentlich geantwortet, der Elon hat ihn doch herausgefordert, 1 gegen 1 um die Ukraine. Ach ja. Ja, der macht halt seine merkwürdigen Tweets. Ich frage mich, was passieren würde, wenn Putin jetzt echt käme und sagt, ja klar, doch, komm rüber. Ob Elon Musk dann plötzlich einen Rückzieher macht. Das. Ey, na, worum Putin ging's denn da? Putin hat einen schwarzen Gürtel und Elon Musk kommt mir jetzt nicht so sportlich vor. Du, weißt Putin du eigentlich, wie alt Putin ist? Ja, ziemlich alt. Ich glaub, da bringt mir der Gürtel nichts mehr in dem Alter. Ja, aber er federt Schläge ab mit all dem Botox. Sollen einfach ein Yu-Gi-Oh! Duell machen. Ab geht's. Ja, auch eine Idee, ja. Keine Ahnung, welcher Archetyp da am besten passen würde. Ja, die Zuschauer werden sich jetzt denken, ach ja, was für eine schöne heile Welt ist von einem halben Jahr. Ich meine, ich glaube, die einzigen militärischen Archetype sind, glaube ich, hauptsächlich basierend auf japanischen
Kriegsschiffen und sicher? So Zeug, glaube ich. Keine Panzer. Ich weiß es. Ja, es gibt schon Panzer, aber ich glaube nicht, dass das. Ich weiß nicht, auf welchen die basieren. Die sehen halt teilweise auch sehr futuristisch aus, also keine Ahnung. Na gut, warum sollten sie auch Zeug kopieren? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Reihe an Booten gibt. Das sind Exizmonster und das ist quasi. Das sind quasi Sushi-Kriegsschiffe. Das ist irgendwie sehr witzig. Ja, ist das eine Feldzauberkarte? Ich weiß gerade gar nicht, aber das ist quasi ein Hafen und ein Sushi-Restaurant gleichzeitig so. Und im Endeffekt ist die Sushi quasi deren Schusswaffen so. Ja, davon lasse ich mich. Wieder so ein Baby Grinch. Dennis, es tut mir leid, aber ich glaube, ich werde dich dann die nächsten paar Stunden alleine grinden lassen. Weil es macht mir keinen Spaß mehr hier zu stehen. Auch wenn du auf mein DPS angewiesen bist, das tut mir leid. Aber haben die nicht weniger Leben, wenn ich raus bin? Weiß ich nicht. Mit Sicherheit. Wenn das so bei denen scaled. Ich dachte, Terraria HP-Scaling. Auch für normale Gegner? Oder erzählen die nicht als normale Gegner? Ich hab doch keine Ahnung. Für Bosse also auf jeden Fall. Also ich habe 27 Ice-Queen-Relikte, 22 Everscream-Relikte. Ich habe auch 27 davon. Kriegen wir die beide? Möglich. Jetzt hast du ein paar mehr. Ja, da hast du recht. Da verlässt er mich einfach. Endlich ist der Lärm vorbei. Hast du es nicht leise gestellt? Nein. Geht gegen mein DPS. Oh. Na, viel Glück. Du brauchst die Bälle auch nicht mit mir teilen. Du hast sie dann verdient. 3,33% Chance im Expert-Modus. Oh mein Gott, ich hoffe, wir stehen auf Expert und nicht auf Master. Wieso? Ja, weil Expert nicht schlechter ist als Master. Für dieses Item jedenfalls. Oder. Achso, du meinst. Ja, okay, gut, dann stelle ich auf Expert wieder zurück. Ja, dann killst du sie schneller. Da hast du wohl recht. Das macht einen Unterschied, Mann. Ich glaube, ich mache jetzt noch was anderes. Keine Ahnung, Zombie ob das so Elf. Gut ist. Ranged Damn. 0,17%. Für einen Teil der Elfrüstung. Und das ist auch Schwierigkeitsgrad unabhängig. Range Damage. Wie gut ist der Dingensbogen noch? Sie steht da noch. Daedalus. Und dann Holy Arrows, ein ganzes Stack. Dann. Wir sind auf Expert. Irgendeiner Spawnrate 10-fach. Und jetzt kommt alle hierher. Was hast du geändert? Wir sind gerade mal 3 Gegner. Ich dachte, es kommen mehr. Ich dachte, ich habe jetzt 50 Ice Queens um mir rum. Ich glaube nicht, dass das geht. Sterben sie jetzt schneller? Was ist dein Eindruck? Nicht so wirklich.
Es gibt ein Captain America Schild in Terraria. Du, das habe ich glaube ich schon. Was bedeutet, dass du es eigentlich schon gesehen hast? Oder ich auf jeden Fall davon geredet habe und du nichts angemerkt hast. Ja, das ist laut dem Weapon-Tierlist ist das ein S-Rang-Waffe. Ich habe nur gerade den Namen gelesen und mir gedacht, was ist das? Spirit Flames. Okay, das ist Amerika, recht simpel. Der Freund Gun ist auch das. Hier. Daedalus Stormhost S+. Ach, der bewertet DPS, Crowd Control, Genauigkeit, Disruption, Safety. Sicherheit ist das natürlich nichts. Dart Pistol ist auch S+. Crystal Dart und Ichor Dart getestet. Ichor macht mehr DPS. Ich weiß, das ist eine lange Liste. Hat überhaupt nicht irgendwie sortiert. Dann bitte ein Phantom Phoenix, war das ein Buch? Ach doch, das ist der Dunderbohr. Weiß nicht. So recht. Was? Ist ja leider keine DPS-Liste. Bist du? Was? Was machst du? Was denn? Sorry, ich war gerade woanders. Ich bin wieder wach. Ach so, bist du eingeschlafen? Ja, nein, nein. Lesen wir doch mal ein paar Kriegsupdates. Okay. Wusstest du, dass der US-Präsident in Polen ist aktuell? Ja, das habe ich gelesen. Das ist ja scheiße. Eine Chance, ihm die Hand zu schütteln. Kommst bestimmt durch. Viel Glück. Warum sollte ich das jetzt wollen? Keine Ahnung, aber schnell laufen tut er nicht. Okay. Aber hat er Secret Service in sich. Ja, kleiner Scherz. Ach ja, nee, ist irgendwie nichts Spannendes hier. Die Nachrichten. Wow. Russland. Ich glaube, du hast keine Kleidung mit einem Z drauf. Bayern macht's nämlich illegal. Hä? Ja. Sag's auch. Weiß nicht, ob das stimmt. Ich hab's gerade auf der amerikanischen Website gelesen. Frag mich nicht, warum die das wissen wollen. Ich such's gerade auf Deutsch. Nicht in den Top-Nachrichten. Das ist doch Blödsinn. Als ob man jetzt einfach nur den Buchstaben Z
Kann man halt nicht mit einem Hakenkreuz vergleichen. Nicht bei uns. Zum Glück ein Z und kein A. Mein Assassin's Creed Pullover wäre ich sonst am Arsch. Das Video echt ist, das wäre schon echt aus. Aber stimmt. Ich glaube, die auf der anderen Seite meint. Das könnte also stimmen. Da gibt Arschlöcher auf beiden Seiten, das sage ich mal dazu nicht. Na also. Hast du es endlich? Sehr schön. Kannst jetzt so lange einscannen, bis ein Item kommt, das ich aber nicht tue. Was bei den Bannern wahrscheinlich erst passieren wird. Aha. Wäre möglich. Alles andere hast du bestimmt inzwischen eh schon. Haha. Ja, was, haha, kommt als nächstes die Elfrüstung oder was? Ja! Dann mach halt einen Vorstand. Du kannst auf Journey Mode lassen, oder zumindest auf Classic. Im Wiki steht Journey ja nicht extra drin. Ist also vermutlich kein Unterschied. Researched und den Elfenhut, den research ich auch. Dann Baby Grinch Whistle. Was ist da? Sancta NK Trophy. Musik. Music Box Frost Moon. So. Wo war ich jetzt? Sugar Plump. 11 Shirt, 11 Pants. Spooky.
Gut, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Speichern. Ah, wo ist Terraria? Oh nein, ich will nicht schon wieder auf. Nein! Hallo? Geht kein los. Origin! Was passiert denn das? Nimm das mal raus, wo auch immer der Button bei dir ist. Naja, neben OBS. Ja, dann verschieb ihn. Der ist da halt. Was soll ich denn da sonst hinschieben? Ne, da gibt's keine bessere. Oh, warte mal. Das macht mehr Sinn. Warum habe ich zwischen OBS und Streamlabs OBS noch Discord? Das macht nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht, was du hast. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.